Die einen halten den neuen Reichskanzler für eine Marionette von Ludendorffs Gnaden und verurteilen unsere Vertrauensseligkeit. Die anderen knurren gegen den undeutschen Kurs der Regierung und sprechen von schmählicher Kapitulation, Revolution sofort oder Kampf bis in den Untergang. Es zerreißt gerade unser Land, Fritz. So oder so. Wem sagst du das? Jedenfalls ein grandioser Staat eines famosen Prinzen. Das ist leider noch nicht alles. Wilsons Antwort auf unsere Note. Damit, mein lieber Philipp, lösen sich alle Illusionen in Luft auf, dass unser Land noch mit einem blauen Auge aus diesem Krieg hervorgeht. Er verlangt, dass das Militär entmachtet wird. Das ist doch gut. Die alten Autoritäten sollen komplett abgeschafft werden. Sehr gut. Und er verlangt Belege, dass das Reich jetzt tatsächlich vom Volk regiert wird. Ansonsten keine Friedensverhandlungen. Na also, adieu, Kaiser! Und dann? Na, dann haben wir genau das, wofür wir seit Ewigkeiten kämpfen. Nein, Philipp. Dann haben wir ein Land, in dem das Volk sich gegenseitig zerfleischt.